Los. Hallo und herzlich willkommen zu Hearts of Iron. Die Hose wurde gerade wiederbelebt. Ihr seid wieder dabei, das ist auch gut. Wahrscheinlich habt ihr noch das Los am Anfang gehört. Ja, das schneide ich einfach mal nicht raus, weil ich faul bin. Hä? Ja, mach einfach weiter. Du bist ein Spasti. Warum? Wenn du schreist los und sofort fängst du das Reden an. Ich hab gerade eben erst gedrückt gehabt. Einfach. Mongo. Ja, Thomas. Willst du nochmal neu anfangen? Nein! Nein! Ich meine nur, das nächste Mal. Weißt du, Also. hast du auch nur eine halbe Stunde Zeit, bis das Labern anfängst und dann kommst du in die Push und jetzt dann laberst du noch mehr. Der Lamborghini-Modus wurde aktiviert. Der Alter. Laber. Hallo Lamborghini. Der Laber-Modus wurde aktiviert, meinst du? Kann ich weitermachen oder brauchst du eine Vorbereitung? Thomas. Ich hab gesagt, ich bin fertig mit der Vorbereitung. Hat er Tatsache gesagt. Listen, So. white boy, nobody cares. Oh, Griechenland gibt's wieder. Hallo. Griechenland gab's schon lange, aber egal. Nein, weil Italien ja Ding, jetzt heißt das Land Ägäische Inseln. Ja. Toll. Merkst du was? Ein Urlaubsgebiet für alle Inzuchtleute. Aber wirklich. Heute ist eigentlich mein zweiter Wiener Schiedsspruch. 41 Tage, nice. Ja, das arme Italien. 29 Tage und dann geht's ab. Boah, sogar mit Panzern greift er hier an. Hei, hei, Ja. Rasiert da auch der Sand! Und ist so schwarz! Alter, ist in Ordnung. Und Bist du Italien fällt in falsch? Afrika ein. Ja, ach nee, wer hätt's gedacht? Ja, das ist Ja, das hätt's einzige Behinderte. gedacht. Das ist das einzige Behinderte an Afrika. Es ist viel zu groß. Ja. Ja. Kommen die Leute so rein wie so, ja, wie so Krabbelviecher in der Wüste. So, was? Wo kommen die alle her? Hallo, Motherfucker. Ja, ja, Mann. Aber ich bin gespannt, was nach dem Schiedsspruch passiert. Ach, der denn? Sagt der denn? Der Schwede unterstützt Frankreich mit Leibpacht, hey. Ach, Hey! Ja, Schluch, Alter! Muss mich noch mit Schweden anfreunden, dass er das nicht mehr macht. Ach, Schluch, Alter! Ich muss auch Krieg gegen Griechenland führen. Ah ja, ups! Die antikapitalistische Diplomatie ist auch gleich durch. Also, Leute! Da geht's ab. Da rüttelt die Bude. Das ist wie das Erdbeben. Vor allem der Ding macht Neutralitätsschwerpunkt der Bulgare. Aha, Ding für genau. Seine Oma, ey. Das ist so ein richtiger Witz. Seine Mutter ist neutral, Alter. Und seine Mutter ist der Vater. Ja, seine Mutter ist sein Vater, Alter. Alles klar. Komm, werd fertig, Arschgesicht. Selber Arschgesicht. Nee, und die anderen Länder mögen mich dann mehr. Italien liebt mich dann. Mark Backfisch. Was? Was? Was die Morgendämmerung von und das niederländische Konkordat. Ja, dann sind wir dabei. Willst du mich verarschen? Wow, Niederlande. Alles klar. Mit was steigen die dann ein? Werfen die mit so Gummischeiben oder was? Was, Ja. Alter? Hier! Was sollen die sonst werfen? Krieg oder was? Ja, Ja, mit gegen Dings. Frankreich. Mit Frankreich, das ist ja mal geil. Ja, können sie auch Das machen. Nieder... Ach, das ist ein Bündnis! Ja. Das die niederländisch... Was? Das niederländische Konkordat. Was? Und hat sich ernsthaft Frankreich dazu überreden lassen, den Niederländer... Ja, klar.
Ja, warum nicht, ne? Läuft, ne? Läuft, Alter! Will ich mal behaupten. No shit, Sherlock. So, was baut denn der Max jetzt mal? Bisschen Infrastruktur? Was geht? Luftabwehr? Ja! Luftabwehr. Das finden wir geil, yeah. Fuck yeah! Wirklich, ey. Ja, Jöö, läuft wieder aus. Hey. Nur esse Auslauf. Könnt, wenn wir am Ende so richtig krass sind, tun wir mal alle mit drei, wenn wir dann Weltnationen sind, die Schweiz niedermachen. Yep. Als drei Riesenweltmächte. Ja, wenn Thomas dann hier halb Amerika besitzt oder so und Jojo halb Asien. Ja, gerne. Oh, und dann sind wir, dann trauen wir uns mal, es zu probieren. Ja, mit der Schmerz. Ja, Mann. Da müssen wir auffassen, weißt du. Möchtest Truppen durch unser Gebiet bewegen? Das darfst du gerne tun, mein lieber niederländischer Freund. Was? Er mag Truppen durch mein Gebiet bewegen. Ist nein! Wunder. Der ist im Krieg gegen mich, ja. Also, wenn Frankreich dann nochmal irgendwie wen hier. Ja, und aber wo will er denn hin? Ja, aber trotzdem. Nachher verbündet er sich mit Italien oder so. Nein. Mach ich schon. Italien ins Bündnis, hier sind noch 10 Tage. Also, und wir, die laden dich ein und du nimmst an, ja. Dann ist der sowas auf die Backen. Nein, den laden wir ein. Ja, den laden wir ein. Ich geh nicht aus dem Bündnis hier raus, ne? Der ach so, Weiz, der er soll. Der kommt, der soll scheiß kommunistisch werden, die. Gegen mich führt oder nicht? Ja, ich hoffe nicht. Der kleine Schwanz, Arsch, Krebs, Hurensohn, Wix, Krüppel, Hurensohn. Sondern erstmal kommunistisch werden und dann reden wir weiter, ne? Ja, dann reden wir weiter. Dann reden wir weiter. Ah, das tut mir jetzt aber echt leid, Thomas. Wieso? Guck mal, ihr führt gerade in meinem Land Krieg gegeneinander. An der französischen Grenze. Hä? Ja, aber ich gewinne, ne? Da ja, unten. Schon, aber. Weil es ja nur zwei. Wow, super! Die dürfen ja gar nicht in dein Land rein, ne? Das ist es ja. Ah, Trotzki ist weg. Deswegen kann ich ja da stehen bleiben. Für diese Demagogen. Oh Gott, ich kann nicht lesen. Demagogen! Danke, ich kann nicht lesen hier. Lesen! Kann ich lesen! Lol, Alter, also. Warum, hä? Das hat geheißen, er will durch mein Land durchlaufen, aber er führt gerade quasi Krieg in meinem Land. Gegen Gruppen, die auch meine Freunde sind. Das ist ja mal richtig unlogisch. Das ist end. Nur gegen meine Truppen Krieg. Was? Das niederländische Indien ist. Max. Hä? Niederländische Kokonburger drin, was? Thomas, Imperium. Was? Nee, er führt ja nur gegen meine Truppen in deinem Land Krieg. Ja, schon, aber dass er das überhaupt macht. Ja, wollte ich gar sagen, dass er das darf, Alter. Dass man sowas machen kann. Yeah. Ja. Anscheinend ich dachte, schon. Das ist gar nicht so. Also in Afrika sieht's gar nicht mal so schlecht aus. Ja, das denke ich mir. Also der rechte Zipfel, du, der. Ja, guck mal, ich räume von unten auf. Am Eich, Alter. Ja. was ist das? Afrikanische Panzer. Was sind das dann so Dosen oder was? So Blech? Ja! Wenn er so schießt, dann jedes Mal so dieser Sound. Oh, krasser Feuerball, Junge! Alles klar. So ein krasser Feuerball, Junge! Stell dir mal vor, wenn sie da getroffen werden. Scheiße, Junge, voll verbogen! Nein, dann so dieser Sound. Damn! Na klar. Ja. Damn, Son! Zweiter Wiener Schießbruch. Zweiter Wiener Schießbruch. In Anerkennung dessen, dass in Europa nun eine neue Ordnung herrscht, haben uns Ungarn und Rumänien gebeten, lass bei einem Polen, Territorialkonflikt zwischen den beiden Ländern zu vermitteln. Im Rahmen einer der vielen schlecht verdachten Veränderungen, die der Welt in Versailles aufgezwungen wurden, muss Ungarn 7 Bürger an Rumänien abtreten. Sollte das nördliche Siebenbürgen wieder Ungarn angeschlossen werden, das nördliche Siebenbürgen, dann Ungarn soll ganz Siebenbürgen erhalten, Siebenbürgen soll Rumänien bleiben. Was macht man da? Was würdet ihr mir empfehlen? Keine Ahnung, was Siebenbürgen ist.
So eine Gebirgskette irgendwie. Ungarn soll ganz Siebenbürgen erhalten. Das nördliche nur. Oder Siebenbürgen soll Rumänien bleiben. Mach halt, wenn es zu Ungarn gehört. Ja, ich mach das nördliche oder soll das ganz kriegen. Das nördliche, das soll sich aufteilen. Es soll das nördliche. Aber was verändert sich da jetzt? Ich hab nichts gehört. Ändert sich da überhaupt was? Keine Ahnung. Nein. Ich kann es mir schon vorstellen, was das ist, was er da kriegt. Da dieses Gebirgsding ab da, das Stück. Aber irgendwie passiert hier ja gerade gar nichts. Ah, okay. Das ist nur dieses. Ah, okay. Hätte er das Ganze gekriegt, wäre es so, wie ich es gecallt habe. Also, das hat nur diesen Pimmel gekriegt. Also, ja, Transsilvanien okay. Ist es. Oh, guck mal an. Aha, und der hat die Grenze gegen mich. Weiter, Wiener Schiedsbruch, da Europa wird neu gezeichnet, jawohl. Wer hat eine Grenze? Hehe, er hat eine Grenze gegen mich, also wenn er Scheiße baut ja, unten, hau ich ihm auf den Sack oben. Ja. Tja. Chile. Was? Chile? Die führt doch gegen den Krieg gegen die USA. Nein, nein, noch nicht. Der geht noch dagegen, oder? Nein. Lol. Ja, der macht halt einfach nichts, ne? Vertrag von Nachdem Ungarn das nördliche erhalten hat, hat Bulgarien uns an seit langem schwellenden Grenzkonflikt mit Rumänien erinnert. Die südliche wurde 1913 von Rumänien annektiert. Lassen Sie die südlichen fordern, wir unterstützen keine bulgarischen Forderungen. Doch, soll er kriegen, komm. Alter, kompletter Beef auf dem Balkan, Alter. Kompletter Beef. Mal schauen, was jetzt passiert. Ja, nachher hast du. Ach, das Scheiße! Aber die bekriegen sich ja nur selber. Er ist ja bloß Vermittlungsmensch. Vermittlungspartner. Ja, genau, du bist ja nur Vermittlungsmensch. Vereinbart worden ist oder so. Was will der jetzt? Möchte unserem Bündnis beitreten. Wer? Kommunistische Staaten von Amerika möchten unser Bündnis. Ja! Yeah! Yeah! Ja, komm. Sollten freiwillig zwischen den Bündnissen Ding annehmen. Hopp, komm ran hier. Ja! Yeah. Was? Ah, guck er da an. Jetzt geht's geschnitzel los. Hat er jetzt was gekriegt? Hätte er doch gar nichts gekriegt? Nö. Nee. Oder war das dieser untere Teil, dieser Dubroscha, glaube ich, hat er gekriegt. Ja, Dubroscha hat er gekriegt. Dieses winzige Ding oben, ganz rechts oben von Bulgarien, das hat er gekriegt. Und da konst. Wow, ich dachte, der kriegt jetzt irgendwie halb Rumänien oder so, weißt du? Das ist ja lasch. Amerika möchte mir in den Krieg beitreten. Ja, hopp, mach mir, Alter. Oh! Gegen welchen Krieg? Gegen Franzosen, hallo? Jetzt haben wir Amis gegen Franzis, oder? Das wird lustig. Ja, hallo, vor allem. Kann ich ja alles einnehmen von Frankreich, weil der scheiß Mod. Ja, eben. Ja, vor allem jetzt, du hast jetzt USA mit ihrer riesigen Militärmacht am Start, Alter. Die rumpeln einfach einmal durch Frankreich durch und dann sagt er, nope. Der schneller in Paris, als du Falafel sagen kannst. Ja, Alter. Der scheiß Franzose, ey. Der soll die Fresse nicht so krass aufmachen. Vor allem. Einen Krieg will er auch mitziehen. Okay. Also, jetzt soll Italien ganz die Fresse halten. Bittet um unsere Hilfe. Wer? Der Typ hier, der Ami. Bittet um unsere Hilfe bei ihrem Kriegsbemühungen, Verbündete. Nee, ablehnen. Nee. Ja, nee, dann seid ihr dadurch im Krieg. Eben, da hab ich keinen Bock drauf. Nee, die sollen ein bisschen warten, ne? Also. Ja. Ich meine, wenn sie in Europa sind und schon Krieg haben gegen diese Länder, dann ist es mir scheißegal. Eben. Dann mische ich gerne mit. Wo ist es? Ah, Amerikanski, Suka, Blatt. Ja, blöd, ja. Dieser Lustibert. Das ist sowas von interessant, Alter. Jetzt interessant, ganz ehrlich. Jetzt wird's doch wieder lustig. Ja. Lustigerweise. Es wird lustigerweise interessant. Okay. Die tauschen wir gleich mal aus. Gegen die. Ah, jetzt macht er den Riese erwacht. Stuka, nicht Juka. So, der Max produziert jetzt Sturkras. Viel Spaß. Danke. Der Wirtsbold. Jetzt können wir mal Atombomben vor. Huch, hier sind gar keine mehr. Und wir starten. Was starten wir noch?
Also, Amerika macht schon der Riese erwacht, jetzt wird's interessant, hehe. Bisschen Schiffis kann ich noch machen. Ja, was? Wow. Oh, jetzt macht das aber trotzdem, läuft bei dem. Juckt mich nicht, Alter. Der Wichskrüppel, der soll die Schnauze halten. Ich meine, dann führt ihr Amerika auch Krieg gegen ihn, ne? Ja, eben. Ist ja nicht so, dass er das dann irgendwie, Ja, aber dass Japan damit einstärkt, das konnte man sich schon fast denken, weil die ja immer gegen die Amis waren. Ja. Aber vor allem das Bündnis, weißt du, Imperium Romanum, ja, wir sind da dabei, ja, Japan. Hä, was? Was? Geografie Note 6. Oh, wirklich 6. Und Geschichtsnote ebenfalls. Ja, Mann, Alter. Ja. Der Oversex, ey. Sag mal eine solide 5, komm. Sind wir mal gnädig. Ja, Mann. Sind wir mal. Gib mir eine 5 und eine krasse Backpipe. Wie viele Niederländer wollen jetzt hier noch bei mir mit Thomas Krieg führen? Sieht doch einfach so echt lustig aus, weil keiner von euch was erobern kann. Ihr seid in meinem Land. Das ist alles meins und ihr kriegt davon nichts. Es bringt einfach nichts. Es ist so sinnlos. Weil, ich meine, ihr Dings, niederländische Truppen sind safe nicht so stark wie die britischen. Die sind ein bisschen stärker. Ich meine, der Niederländer kann schon froh sein, dass ich sein Freund bin. Ja, Alter. Ganz böse sein, hätte ihn einfach übernehmen können, genauso mit Brüssel. Ja. Und Brüssel wäre vielleicht nur intelligent gewesen, hätte sich dann wieder ein Ding geben lassen. Hier eine Unabhängigkeit von Frankreich. Ja. Aber Niederlande kannst du dir immer klauen, scheißegal. Ja, klar. Also der Italiener ist echt dämlich. Ja. Wie der in Italien Krieg führt, das ist irgendwie so, ja, ich mach mal. Wie fleckig das dort aussieht. Wie so, oh ja, Mann. Ne? Ja, ich find's halt lustig, weißt du, er stirbt jetzt ins Offene, in die, weißt du, in die Wüste rein, so, oh, einnehmen, weißt du, aber hinten die Versorgung, so, was? Hä? Was? Wir brauchen Versorgung? Ah, nee. Ich muss mich safen? Nee. Ja, was ist das? Was ist das? Alles ab hier mit, ja, die ganzen Häfen, die ganzen Verbindungen dann wieder, was? Was? Jawohl, SDKFZ haben wir gebaut, perfekt. Ist auch schon mal auf einem besseren Stand. Fliegerzeuge, die passen noch, da können wir jetzt mal da weitermachen, dass wir Chance auf Fliegerass haben. Ja, Fliegerass ist immer gut. Die alle Ding oder was? Die haben alle Verschleiß 40%. Wer? Beim Italiener, weil er der Drecksitaliener, ne? Der Gebirgstruppen hat und die bei mir die ganze wieder hin und her schiebt, haben die alle 40% Verschleiß. Richtig bitter. Wo? Ach so, bei dem? Bei mir an der Grenze. Ach so. Aber auch unten, wo er rumläuft. Bei, sag mal, ehemaligen Jugoslawien und Bulgarien. Oh. Oh. Ja. Tja, doof. Passiert. Also, guck mal, was der Italiener macht. Was? Er versucht Beziehungen zu verbessern und hat nicht angepackt mit Königreich Rumänien. Ja, Kumpel, nur schade, dass ich jetzt genauso stark bin wie du. Mit, ich habe 19, er hat 17%. Ich bin sogar stärker. Und 16% hat nur die Demokraten. Safe zieh ich den auf meine Seite. Oh geil, Alter! Tja. Mein gut, Ungarn ist eh nicht mehr zu retten und Bulgarien. Nee, was ich gerade gemeint habe, ist, Finnland kommt bald nach Hause. Ach so. Tatsache. Das habe ich total vergessen, also ich denke mir so, fuck, wo gehen meine ganzen Politikpunkte hin? Ah, da! Diese gut. Diese gut. Jetzt sind sie schon 50% kommunistisch und die anderen Dinger sind alle futsch. Mhm. Also Faschismus und Demokratie, Kack da, ist auch am Arsch. Tja, blöd, ne? Geh?
Also irgendwie der Ausgang des Krieges gefällt mir. Oh, guck mal an, wer da ankommt. Wow! Jep, guck ins Mittelmeer. Warte. Oh, das ist was, ja. Mittelmeer. Ja, 103 Einheiten hast du, oder? Nee, halt. Das ist nicht das Mittelmeer. Das ist ein Schiffi da. Da, lol. Schwerer ja. Kreuzer, glaube ich. Da fließt ein bisschen was, ne? Drüben aber auch gegen Japan. Guck mal bei Japan. Das Wasserchen. Da ist auch ein bisschen Verkehr im Wasser. Krasser Typ, ey. Not bait! Not bait! Ich find's halt einfach lustig, wie der Irlander immer die ganze Zeit mit seinen Truppen kommt. Jetzt sind schon 5 Stück gegen 7 Mann von Thomas. Es nervt einfach. Gemeinsam sind wir stark oder was? Ach, am Arsch. Aber meine lieben unsichtbaren Freunde, ja. Was? Das war's mal wieder für diese Folge. Das. Der Krieg hat eine lustige Wendung genommen. Die USA jetzt ist jetzt auch frisch dabei. Und wenn ihr zum Beispiel hier in den Atlantik guckt, dann seht ihr viele kleine Schiffe, die Richtung Europa wandern. Das sind ja extrem viele. Okay, das ist... Alter! Alter! Schaut euch mal die Ostküste an. Ich glaube, der hat noch vorne noch mehr rüber zu schicken. Kann das sein? LOL! Die ganzen Schiffe! Na, guck mal, ja, schließlich Frankreich und Italien, ne? Überall, also. Panama-Kanal, guck dir das mal an. LOL! Die ganzen Schiffe, die nach Japan fahren! Ja, Mann. Alter. Also, jetzt kleiner Cliffhanger fürs nächste Mal, liebe Zuschauer. Das dann aber seht ihr in der nächsten Folge, was daraus sich entwickelt. Tschüss, auf Wiedersehen und ciao! Tschüss! Yeah!